Schon lange bevor es Werkzeuge aus Metall gab, suchten Menschen unter der Erde nach Feuerstein, Farbpigmenten oder Gold. Dazu blieb ihnen zunächst nichts anderes übrig, als zu versuchen, mit Steinschlägeln oder Gewein Löcher in den massiven Felsen zu schlagen. Diese frühen Bergleute erkannten bereits, dass verwendete Werkzeuge härter sein müssen als das zu bearbeitende Material. Alternativ entwickelten sie die Fähigkeit, den zu bearbeitenden Fels zu zermürben. Archäologische Funde beweisen, dass diese Bergleute dazu die zerstörerische Kraft des Feuers nutzten. Spuren des sogenannten Feuersetzens finden sich in der Bergbaugeschichte schon sehr früh und sind allgegenwärtig. Auch in dem von den Forschern des Deutschen Bergbaumuseums Bochum untersuchten, mehr als 4000 Jahre alten Zinnbergbau von Askarali in Kasachstan zeigen sich solche Spuren. Felsgestein ist kein einheitliches Material. Es ist vielmehr eine Zusammensetzung unterschiedlicher Minerale. Wird es erhitzt, dehnen sich die verschiedenen Bestandteile unterschiedlich stark aus. Spannungen entstehen und diese führen letztlich zu Rissen im Gestein. So behandelt, lässt es sich nun deutlich einfacher abschlagen. Wie aber sah das Feuersetzen genau aus? Wie effektiv war es? Wie viel Holz wurde benötigt und wie groß war die Abbauleistung? Um diese Zusammenhänge zu verstehen, haben wir an einem 5000 Jahre alten Goldbergwerk in Georgien Experimente durchgeführt. Astholz der hier heimischen Eiche wird vor einer erzhaltigen Felswand aufgeschichtet und in Brand gesetzt. Die verwendete Holzmenge wird dokumentiert und später mit der Menge des durch den Abbauvorgang gelösten Gesteins ins Verhältnis gesetzt. Nach dem Feuersetzen wird der noch heiße Stein mit Wasser abgeschreckt. Dabei werden bereits erste Gesteinsbrocken regelrecht abgesprengt. Der eigentliche Abbau des Felsgesteins wurde mit Werkzeugen aus hartem Stein und Tiergewein bewerkstelligt. Das beweisen die Funde vor Ort. Unsere archäologischen Ausgrabungen in diesem alten Goldbergwerk förderten tausende Steinschlägel und Schlägelfragmente zutage. Oftmals sind jedoch nur die steinernen Werkzeugfragmente über die Jahrtausende erhalten geblieben. Organische Bestandteile lösen sich in aller Regel innerhalb weniger Jahre auf, sodass komplette Werkzeuge selten gefunden werden. Dennoch haben die Forscher eine recht genaue Vorstellung vom Aussehen und der Funktionsweise. In Salzstöcken, Mooren und im Wasser erhalten sich organische Materialien sehr lange. Die wenigen dort gemachten Funde beweisen, dass die Schäftungen der Steinhämmer oder Steinschlägel aus Holz- und Lederriemen gefertigt werden. Der Nachbau solcher Werkzeuge und ihr Gebrauch unter realen Arbeitsbedingungen sollen zeigen, ob unser Bild davon realistisch ist. Tatsächlich zeigen die nachgebauten Werkzeuge eine erstaunliche Wirkung. Wir sind mit unseren Forschungen auf dem richtigen Weg. Das Feuersetzen war eine sehr anstrengende und gefährliche Arbeit. Das zeigt unser Testaufbau, der uns körperlich alles abverlangt. Da der Bergbau der Erzader in die Tiefe folgt, machen wir ein weiteres Feuersetzexperiment, jetzt unter Tage. Dies stellt uns noch vor ganz andere Herausforderungen. Noch größere Hitze und extrem starke Rauchentwicklung machen den Aufenthalt in der näheren Umgebung des Feuers kaum möglich. Im kasachischen Askarali konnten wir nachweisen, dass die bronzezeitlichen Bergleute das Feuer sogar in unterschiedlichen Höhen eingesetzt haben. Dazu konstruierten sie aus frisch geschlagenem Holz sogenannte Bühnen, ähnlich wie der hier errichtete Nachbau. Die Urkraft des Feuers, gebändigt durch den Menschen. Sie prägt die Geschichte des Bergbaus bis zum heutigen Tag.